Ja, wir kommen zu Päcklin. Obergadan Stufe 9. Rote Bomben tun krasser weh. Der Vorteil ist, wir haben bis zum letzten Runden, also bis zum letzten Brett, quasi keine roten Bomben. Wenn du dich nach einem Kampf heilst, hättest du sich. Ja, ist okay. Steine haben plus 1 plus 2 ist verdammt nützlich, denn wir haben am Anfang ja sehr viele Steine am Rumliegen. Wir schauen mal gleich, was wir für eine Route gehen. Wir haben immer noch das Problem, dass wir weniger Geld kriegen und mit keinem Geld anfangen. Deswegen gucke ich, dass ich so ein bisschen auch außen die Seite bespiele, bevor ich die ganzen Bomben auslöse. Einfach nur, um ein bisschen Geldpolster schon mal aufzubauen am Anfang. So, und ich denke mal, jetzt können wir schon mal loslegen. Mit direkt auf Bomben spielen. Wow, der war richtig schlecht. Aber hey, irgendwer muss mit den schlechten Moves ja anfangen. Kann eh nichts damit machen. So, und jetzt ist die Frage: Wo gehen wir lang? Ich würde sagen, rechts, hier über die Mitte zum Shop. Gute Idee, gute Idee. Noch ein bisschen Gold mitgenommen. Oder Geld? Nee, ich glaube, es wird Gold genannt in dem Game. So, hier gehe ich direkt auf die Bomben, weil das Brett ist super kacke. Das sieht super nice aus, aber man fliegt einfach nur schlechter durch. Weil es hier halt genau diese Korridore gibt, wo man halt perfekt durchfliegen kann. Deswegen scheißen wir so ein bisschen aufs Geld und spielen einfach Bomben an. Vielleicht fliegen wir zum Reset hier noch. Nope. Okay. Wichtig ist hier einfach kein Damage zu kriegen. Und dann sind die Korridore auch immer genau so perfekt, dass du nicht zu den Sachen hinkommst, wo du hin willst. So, jetzt aber. Mach ich sogar 2 Damage. Es ist ja. Puh, davon werde ich meiner Familie noch, meinen Enkelkindern noch erzählen. Wie ich mal 2 Damage in Päckling gemacht habe. Okay, das, okay. Wenn man Shit talkt, dann passiert halt auch Scheiße, ne? Hiervon möchte ich nichts und ich spare auch noch ein bisschen Geld. Weil ich will direkt einen guten Orb kriegen und den upgraden. Habe ich nicht gesagt, ich will noch einen weiter runtergehen, bevor ich nach links gehe? Ja, und damit werde ich auch bestraft mit dem Hurenbrett. Aber gut. Muss man durch, muss man durch. Ne, die Spinnen sind halt, sie machen nicht viel Damage, aber sie machen halt über den Zeitraum gesehen. Es ist jede Runde 3 Damage, den ich hier kriege, durch die scheiß Viecher. Kriegen wir jede Runde nur 2 Safe Damage durch die Viecher. So. Spielen wir so ein bisschen hier in die Richtung. Weil ich gehofft habe, ich komme auf den Crit drauf, aber hey. Ihr kennt Päcklin, ihr kennt das Spiel. Es passiert nichts so, wie ich das möchte. Deswegen wird auch nie wieder diese Bombe treffen. Oder auch irgendwas anderes Sinnvolles. Jo, das ist halt. Das Brett tut richtig scheiße weh. Wir haben auch diese Woche lustigerweise, was heißt lustigerweise, wir haben diese Woche 1, 2 neue Formate uns gegönnt. Unter anderem ja Omega Strikers, das war ja so ein kleines Review zum Ende der Open Beta nochmal. Das werden wir im April auch ein bisschen fortsetzen. Und auch zu Forts. Das hat lustigerweise zeitgleich, als ich angefangen habe, das Video aufzunehmen, in der deutschen YouTube-Szene so ein bisschen, ja, ich sag mal, Fahrt aufgenommen wieder. Den Ball will ich haben, den Rastball. Weil damit heile ich mich. Und kann auch meine Max-HP heilen. Sweet. Dann gehen wir hier lang und gucken, ob wir dann noch den Shop nehmen gleich. Weil ich will auch so ein bisschen in Competitive Games reinrutschen. Nicht immer diese Singleplayer-Sachen hier machen. Ne, und ich finde, Forts ist dafür ein recht nettes Game, um das anzustoßen, diese ganze kompetitive Geschichte. Ich habe auch noch ein paar andere Games im Kopf. Da müssen wir mal reingucken. Ich habe ja mal eine Zeit lang StarCraft gespielt. Vielleicht auch nochmal ein Kartengame, wenn es gute gibt. Aber da bin ich nicht gut hin. Da ist so die Frage, ob ihr irgendwie Bock auf irgendwelche Spiele habt. Ne, competitive heißt es nicht, dass wir komplett tryhard, sondern einfach nur, dass es
einen Online-Modus gibt. Online-Modus hat natürlich immer den, was heißt Nachteil, das potenzielle Problem, dass einfach 30 Runden hintereinander Garbage sind. So, weil man einfach nur schlechte Matches hat. Fühle ich alles nicht. Was habe ich eigentlich für einen Endgegner hier? Den Maulwurf, das ist gut. Ich gehe nochmal links. Zumindest versuche ich's. Und dann schauen wir mal rein. Bei Forts machen wir jetzt aktuell so die Kampagne. Nee, keine 3 Steine, bitte nicht. Und schauen dann, dass wir danach in den Multiplayer übergehen und so ein bisschen so einen leichten Einstieg daran haben. Und whoop, wieder mehr HP. Der Vorteil ist, desto mehr Max-HP wir haben, desto höher ist auch unsere Heilung. Am Ende von jedem Run, wenn wir uns mal heilen möchten. Von jedem Run, von jeder Runde, von jedem Spielbrett. Das ist nicht geil, aber vielleicht treffe ich hier doch die Bombe. Ja, nicht so wie ich das wollte, aber actually relativ gut getroffen. So, der Refresh liegt natürlich abartig schlecht. Ja, nee, ich muss ihn direkt anspielen. Muss der Platz machen und ihn einfach direkt treffen. Wir verlieren ein bisschen HP, aber das ist kein Problem. Der ist aber perfekt gerade hochgeflogen. So ein Bastard, aber egal. Wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, Damage zu dealen. Die Bombe da hinten wäre nice. Ich guck mal, dass ich vielleicht auf die gehe. Gerade auch jetzt, wo sie wahrscheinlich offen liegt. Noink. Kriegen wir eine Runde keinen Damage. Ach, den habe ich mir anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. Aber egal, wir machen das. So, weil wir heilen uns 15% heilen wir uns schon 16 HP anstatt nur 15 HP. Das ist. Hier will ich gar nichts haben. 25, dann habe ich noch genug für einen Ball wegwerfen. Auch wenn unsere Steine stark sind. Will ich potenziell erstmal einen Stein wegwerfen. Auch wenn die durchaus nicht schlecht sind. Ne? Nehmen wir den Elite mit wahrscheinlich. Ja, das ist nett. Kämpfe beginnen mit 5 extra Gold. Ja, ich nehme das Gold mit, tatsächlich. Ich finde mit dem, also ich denke, mit dem Gold können wir was anfangen. So, kein guter Crit in Sicht. Das heißt, wir heilen uns, mehr Max-HP. So, sind die gebufft? Die haben auf jeden Fall ein anderes Aussehen. Vielleicht sehen die deswegen einfach stärker aus. Nehmen wir beide Bomben mit. Haben wir gleich schon einen kaputt. So, ich spiele auch schon mal auf den Refresh an. So. Dann haben wir hier wieder ein frisches Board. Nicht so geil. Ich habe gehofft, dass der auf die andere Seite fällt, dass er hier runterfliegt so ein bisschen. Aber hey. Für einen Elite-Fight geht das hier tatsächlich noch recht klar. So, der Refresh liegt natürlich kacke, aber wenn wir da so ein bisschen hochspielen können. Was heißt hochspielen, aber ein bisschen sauber machen können. Scheiße, ein Refresh. Das kriegen wir auch so. Und wir halten uns 16. Maiskolben, für jeden aktivierten heilst du dich. Nice. Alle Orbs haben Ausdauer, nicht. Ich würde gern das Heilen nehmen, aber ich weiß nicht, ob das auch für unseren Rastop zählt, weil er ja nur einmal pro Kampf eingesetzt werden kann. Wir versuchen es. Bei einem. Aber dafür, dann muss ich halt nicht in den Shop gehen. Weil bei einem Docked Orb geht das ja auch. Nehmen wir das Schildchen mit. Relativ egal, ich gehe rechts und dann gehe ich nochmal zum Fragezeichen.
So. Und wir sind natürlich auch am weitesten weg von unserem Raststopp wie nur möglich. Was aber auch jetzt nicht heißt, dass wir unnötig viel jetzt skippen, um zu dem zu kommen, ne? Also. Wir kommen da schon hin. Keine Sorge. So, wichtig sind die Fledermäuse ausschalten jetzt natürlich. Und den Refresh hier hinten anzuspielen. Aber dafür müssen wir ein bisschen aufräumen. Leider. Oh, nice. Scheiße. We take those. Den müssen wir aber natürlich noch upgraden, damit er uns Max HP gibt. So, wir fangen an. Wir haben 2 Max HP bekommen. Und wir dürfen ihn nochmal werfen. Und haben. Ich habe jetzt nicht hingeguckt, aber ich glaube, wir haben wieder 2 Max HP bekommen. Awesome! Das heißt, wir heilen immer noch um 16. Ich will mehr. Scheiße, ich wollte ab. Ich hätte upgraden sollen, obwohl. Wir haben den Bossfight, ne? Ist schlau, wenn wir nicht upgraden. Dann war es extra schlauer, sich zu heilen. Den Jeden wir weg, haben schon 112 HP. Und dann haben wir auch schon 114 HP. Mir gefällt das. Ich komme nicht ganz zum Refresh. Aber ich lege ihn schon mal frei. Joink. Das ist ein guter Refresh. Den können wir da lassen. Kein guter Crit auf dem Spielfeld. Gehen wir nach rechts. Gehen wir Bomben machen. Gehen wir irgendwas machen. Latte. Guter Crit. Sogar gut gefallen. 100er Damage rein. We take it. Oh, du hättest ruhig noch den Refresh drücken können. Heilen wir uns um 6. Leider keine Max-HP. Und heilen wir uns nochmal um 6. Das könnte eine lustige Strategy werden hier tatsächlich. Oh, wir haben so viel Geld tatsächlich. Ah, jetzt laden wir nach, während er uns angreift. Naja. Ist ein bisschen doof, aber weil wenn die Dinger weg sind, haben wir nichts mehr, ne? Wenn unsere Rastbälle weg sind, haben wir nur noch Steine und Klumpen. Ich hätte den Refresh lieber anspielen sollen. Aber jetzt kommt der Maulwurf natürlich hierher. Versuchen wir mal irgendwie nach rechts zu spielen, irgendwie den Crit zu treffen. Okay. Jetzt nicht choken, jetzt nicht choken. Sagt er und choked. Refresh. Einfach solide runterspielen hier jetzt. Wir haben viel Damage gemacht, wir brauchen nur noch die beiden Bomben da. Das schaffen wir, das schaffen wir. Scheiße. Okay, Bomben freigelegt. Eine Bombe und 16 Damage. Reicht nicht mal. Ups. Und so treffen wir die Bombe. Nein. Okay. Ich hör auf, ich hör auf. Ich muss das wegkriegen und dann müsste ich eigentlich die Bombe treffen. Und das war's. Wir haben krass noch reingeschuckt zum Ende. Von euch will ich nichts haben. Ich will meinen besseren Rastball haben.
Ich halte kein Gold mehr von gesammeltem Geld. Aber du fügst dir meinetwegen gegen jedes Mal den Gesamtschaden deines Schusses zu, wenn du zwei sammelst. Das ist broken. Das wissen wir. Wir nehmen mal das. Wir versuchen mal was anderes. Start der ultimativen Gier. Doppelt so teure Shops. Doppelt so viel Geld und hoffen, dass wir irgendwie noch eine andere Geldsynergie finden. Ich weiß, wir hätten den Run gerade easy gewinnen können, aber wir gönnen uns auch erstmal der Pepsi hier. Ah, die war vielleicht ein bisschen leise, aber egal. So. Da hier gar nicht so viele Gegner kommen, versuche ich mal Bälle wegzuwerfen, proaktiv. Natürlich trotzdem sinnvolle Schüsse zu machen. Um dann meine Max-HP weiterhin zu boosten. So. 16 HP. Nett, nett, nett. Das heißt, ich kann 8 HP theoretisch jede Runde mir dazu holen. Ich meine, das ist jetzt nicht das Effektivste, was wir machen können. Aber auch nicht das Dümmste. Also da habe ich schon viel dümmere Sachen gemacht. Mann, wir sind bei 120 HP. Wollt mir doch nicht sagen, dass es komplett useless ist, was ich hier tue. Hp hört sich für mich nach Skill an. So, jetzt müssen wir noch ein, zwei Bomben uns gönnen. To be honest, ich nehme den Kreiszapfen. Wir haben schon mal etwas Money rein. Ich nehme hier den Shop. Kann ich zwei Kisten? Ja. Doch, ich gehe links zum Shop. Entfernen auch einen Ball. Gucken, ob wir ein gutes Artefakt kriegen. So, und das hier ist jetzt die Macht des Kreiszapfens. Wir können direkt da eindringen. Und direkt die guten Sachen treffen. Look at this. Und direkt durchkritten. Mm. Ich will aber auch HP sammeln. Und Geld sammeln vor allem. Also von daher, ich habe es gar nicht so eilig. Auch wenn das ein richtig nicer Wurf war. Das ist die Bälle, mit denen ich spielen will. Wir heilen uns, das heißt, wir können generell ein bisschen länger Schwachsinn machen. Und wir kriegen ja Max-HP. Ne, wir dürfen jetzt nicht unendlich lang Schwachsinn machen. 6 Damage, ja gut. Ich meine, wir heilen uns auch jedes Mal um 6. Das heißt, wenn einer tot wäre, wäre das okay, was wir hier tun. Jetzt bleiben wir quasi auf den HP sitzen. So. Gut. Dann machen wir dicht den Jungen hier. Cool, wir heilen uns schon um 20 HP. Komm, gucken wir, dass wir nochmal ein bisschen mehr Geld holen. Ja, ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Muss reichen. Was war das denn? So ein Zweifachgeldding. Stacken die sich jetzt schon, ja? Shit, ich hab den Dings nicht getroffen. Den. Den Crit. Ach, da war noch ein Ding vor. Ich bin scheiße. Aber dafür habe ich viel AP. Alter, ich treffe die Bomben nicht, ne? Was ist das denn heute? Heals, ja, so muss das. Nein! Ich bin scheiße.
Also man muss es auch mal so sagen, wie es ist. Ich bin scheiße. Warum hat er nicht angegriffen? Egal. So, und jetzt nur noch Geld farmen. Geld farmen. Ich meine, die machen ja jetzt nichts mehr, ne? Die können mir ja nichts anhaben, oder? Oder können die mir noch was anhaben? Ich weiß es gar nicht. Ich habe noch nie 7 Millionen Jahre gebraucht, um die umzubringen, also... who knows? Ja, mehr Geld. Wir brauchen alles Geld der Welt. Ja, jetzt wäre natürlich so ein Heal-on-Hit geil gewesen, ne? Wenn ich 6 Sachen treffe, heile ich mich. Aber all in all glaube ich, dass unsere Ausdauer doch eine gute Wahl ist, wenn wir damit ordentlich umgehen. Darf ich den Shop nehmen? Halte ich mich mal nicht. Ich will im Shop möglichst viel Geld ausgeben können. Die sind alle irrelevant. Das ist nicht gut, das ist... mehr. Ja, bei der Navigation ist halt, ne? Verursache vollen Schaden an Gegner mit Resistenzen. Ja, das haben wir ja jetzt nur noch diese Runde, ne? Die Schildboys. Ja, komm, wir schmeißen lieber den Orb weg. Nehmen das restliche Geld zum Heilen und zum Upgraden jetzt gleich. Da muss ich wieder öfter nachladen, ne? Weil wenn ich den wegnehme, habe ich nur noch 3 Bälle. Na, scheiß drauf. Oder? Die sind actually okay mit unserem Upgrade, ne? Ne, ich rüste lieber auf. Normalerweise würde ich sagen, ich will noch mehr Steine loswerden, aber das reicht jetzt. Jedes Mal, wenn sie sich bewegen... Das ist super nice. Wenn ihr das erste Mal, dass du in einem Kampf HP verlieren würdest. Bei der Balliste unten können wir halt den ganzen Ding abwehren damit. Ich gönn mir nochmal das Fragezeichen. Und dann die Kisten. Ja, siehst du, das hat sich nämlich... gelohnt. Ja, scheißegal, welche Kiste. Das ist okay. Aber ein zusätzlicher Refresh finde ich deutlich geiler. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwas mit dem Geld anfangen kann. Vielleicht haben wir ja noch einen Rastball. Im Shop. Nein, aber wir haben das hier. Er schafft Geld auf jeden getroffenen. Ja? Kann Geld nicht anvisieren. Ah, nee, so gut ist das dann doch nicht. Njum. Nee, nichts Gutes dabei. So, hier müssen wir uns heilen. Und zwar mit allem, was wir haben. Und wir müssen auch in Richtung der Bomben jetzt mal langsam so kommen. Der Kreiszapfen wird natürlich jetzt obergeil sein. Ach, der hätte ruhig die Bombe treffen dürfen. Na guck mal, die nehmen einfach keinen Schaden. Die Schilde, die saugen so viel Damage. Ich muss hier in die Mitte. Komm ich da ran? Nee. So, und jetzt in der Hoffnung hier, dass wir gut Damage machen. 100 Damage. Aber ohne Crit fliegen wir nicht durch genug Leute durch. Das ist der Nachteil an den Schildboys. Ach komm, Alter. Jetzt gib mir die scheiß Bomben hier hinten. Oder Kritz oder irgendwas. Mate. Wir wollten uns hier eigentlich hochheilen. So, 2 Bomben nehmen schon mal einiges wieder raus. Leider noch nicht die Schilde.
Da. Och, man braucht so, Alter, die Schilde, die fressen. Die fressen aber auch Bälle, ne? Och, nimm ruhig nicht die Bombe. Brauchen sie nicht, brauchen sie nicht. Das könnte jetzt lustig werden. Ich habe nicht wirklich HP dazu gewonnen. Guck mal, wie viel Geld hier ist. Machen wir mal Roulette, einfach mal straight in die Mitte. Das ist nämlich gut, weil den ersten Damage haben wir damit effizient schon mal negiert. Ich würde gerne Bomben treffen. Ja. Weil ich kann den Jungen nicht angreifen ohne... Also wenn Bomben im Weg sind. Wenn die anderen Viecher im Weg sind. Er will aber auch nicht... Er will den Crit nicht, er will die Bomben nicht. So, jetzt. Eine Bombe weg. Crit und Refresh in einem. We take it. Ist natürlich super viel Damage, den wir da gerade kriegen. Und nicht wirklich viel Damage, den wir selber zurückgeben. Nein, ich wollte den Crit treffen. Oh, ich hasse diese Map. Die ist so ein Müll. So, die Heilung bringt uns jetzt auch nicht super viel. Ich sag mal, ohne die Bomben würdest du... Also, wenn du keine Bomben mehr hast, ne? Schaffst du das Level doch gar nicht. Weil, guck mal, wie viele Viecher da noch kommen, die sich vor dich stellen. Und du kriegst alle paar Runden... Ach, fuck off. Fuck off, ja, beide Refreshes. Du kriegst alle paar Runden so eine 30er-Schelle in die Fresse. Komm, du triffst den Crit auch nicht, ne? Das ist schon wieder nichts offen hier. Er will nicht. Er will aber auch echt nicht. Und die machen auch noch 7 Damage, ne? So, jetzt ist der Refresh offen. Nach 30 Jahren. Danke. Guck mal, was er geladen hat. Das fand ich ja schon unfair. Die Idee war nicht schlecht. Die Ausführung war nur sehr scheiße. Naja, dann nicht. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut da rein. Bye-bye.